Hallo, willkommen bei Schmockefotz. In der heutigen Folge habe ich für euch zwei verschiedene Grill- und Pfannenkäse von Gasi. Schauen wir uns die mal an. In jeweils einer Packung sind zwei Scheiben Käse und jetzt war auch in jeder Packung noch eine Tüte Dip dabei. Halt bei dem Chili war noch eine kleine Tüte mit dem Tabasco. Das habt ihr ja gesehen. Auf jeden Fall probiere ich das Ganze mal. Ich habe schon die beiden Dips auf die Käsescheibchen verteilt. Natürlich sollte man das dippen, allerdings so geht es jetzt einfacher für mich. Also der Mango Curry Dip schmeckt so an sich schon ziemlich lecker. Man merkt auf jeden Fall die Mango, so ein bisschen was Knackiges. Und vom Geruch her wirklich sehr lecker. Mmh. 1A, schön leckerer Dip, schön fruchtig und auch überhaupt nicht scharf oder so. Ein leichter Currygeruch und Geschmack auch. Jetzt hier zu meiner Linken einmal den mit der Chili-Soße. Ja, eine leichte Schärfe riecht man auf jeden Fall. Cheers. Der war von der Konsistenz ein bisschen flüssiger als der vom Mango, also der Dip. Aber so gesehen, eine wirklich leicht angenehme Chili-Schärfe. Beide Sorten wirklich extrem lecker. Ich finde den Schnittkäse wirklich gut. Vor allem für Leute, die keinen Bock haben auf so einen echten Schafsfeta, ist das super. Und ich denke mal, wenn man den auch grillt auf dem Grill so, jetzt so in den nächsten Wochen noch oder was, ist da noch genug Sonne da? Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt die Höchsttemperaturen erreicht. Ne? Wirklich lecker. Also kann man auf jeden Fall mal machen. Finde ich super gut. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie der Preis war, weil die habe ich mir, glaube ich, schon vor Wochen gekauft. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich weiß das. Wenn ja, dann steht das hier. Wenn nicht, dann ein großes X oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall super lecker vom Geschmack. Würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Finde ich echt gut. Daher gebe ich beiden auch einfach mal glatte 10 Punkte. Ich finde die super lecker. Und das Einzige, was ich mir wünschen würde, ich habe hier zwei Scheiben drin, aber halt nur so eine große Tüte für beide. Das stört mich ein bisschen. Hätte ich zwei einzelne Tüten, fände ich das ein bisschen praktischer. Weil so muss ich jetzt eine große ausgepackte Tüte weiter nutzen. Stört mich ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber so gesehen, super lecker. Habt ihr mal diesen Grillkäse probiert? Wenn ja, schreibt es mir mal in die Kommentare und lasst mich auf jeden Fall mal wissen. Und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Schmockofotz. In der heutigen Folge habe ich für euch zwei verschiedene Grill- und Pfannenkäse von der Firma. Hast du 2 Minuten Fenster zu, direkt fängst du an zu schwitzen wie eine Sau, ey. Junge, 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 ey. Und die Autos draußen so, rum, rum, rum. Benzin ist so günstig, ich muss schnell fahren. Rum, rum, rum. Ist das so richtig? Ja, ne? In der heutigen Folge habe ich für euch zwei verschiedene Grill- und Pfannenkäse. Hä? Ah. Ich habe die beste Erfahrung gemacht, dass ich die in der heißen Fritteuse zubereitet habe. Aber heute habe ich mal mich wieder an der Packungsanleitung Oh, der ist schon hart. In jeder der einzelnen Packungen sind zwei Schere.